Christkind trifft Weihnachtsmann. 1:0 für mich, hörte man es schreien. Der Weihnachtsmann und das Christkind wollten wissen, wer von ihnen existiert. Der Weihnachtsmann brüllte, du hast komische Flügel. Hierauf kreischte das Christkind und du musst dich rasieren. Darauf lachte das Christkind, haha, 2:0. Der Weihnachtsmann konterte, ich kann schneller und schöner Geschenke ausliefern. Da zerkugelt sich das Christkind vor Lachen. Wer es glaubt, wird selig. Nun, riefen beide gleichzeitig, ich fordere dich zum Geschenke ausliefern heraus. Beide waren damit einverstanden. Jeder von ihnen rannte in seiner Werkstatt und bastelte die schönsten Geschenke, die es je gab. Nachdem sie die Geschenke an die Kinder auslieferten, beobachteten sie durch eine Kristallkugel, wie die Kinder die Geschenke auspackten. Nachdem sie erkannten, dass alle Kinder alle Geschenke gefielen, wussten sie, dass Weihnachten wirklich bedeutet. Sie umarmten sich und beschlossen, das Kriegsbeil zu begraben. Dann einigten sie sich, was der Weihnachtsmann in Amerika die Geschenke verteilt und das Christkind auf den anderen Kontinenten. Beide freuten sich an und es gab auch nie mehr wieder einen Krieg zwischen dem Weihnachtsmann und dem Christkind.